Hi Leute und welcome back zu meinem dritten Balcony Video. Dieses Video entsteht jetzt relativ spontan. Mir ist vor 2 Tagen die Idee gekommen, die ich jetzt versuche zu realisieren. Ich weiß nicht, ob ich es so hinkriege, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe auf jeden Fall einen Backup-Plan. So ein kleiner Fact über mich: Man könnte sagen, in vielen Bereichen meines Lebens bin ich so sponsert bei eBay Kleinanzeigen. Und wenn dieses Video von irgendjemand gesponsert wäre, dann von eBay Kleinanzeigen. Aber ist es nicht. Nichtsdestotrotz ist dieser Blutkübel von eBay Kleinanzeigen. Und ich habe mir Kapuzinerkresse gekauft. Bitte judget mich nicht. Ich judge mich schon selbst genug, dass ich hier quasi nichts selbst gepflanzt habe auf dem Balkon. Ich habe ein paar Sonnenblumenkerne eingepflanzt. Ich glaube, so 5 Sonnenblumenpflanzen habe ich. Und ich habe tatsächlich auch Melonenkerne getrocknet und die gepflanzt. Ich weiß, dass da wahrscheinlich keine Frucht draus wachsen wird, aber tun wir mal so, als ob. Und einfach, dass ich so lerne, mich ein bisschen um diese Form von Pflanzen zu kümmern. Auf jeden Fall, Kapuzinerkresse habe ich auch nicht gepflanzt. Ihr wisst, ich taste mich ran. Mein Goal ist es dann nächstes Jahr, alles selber zu pflanzen. Und wir machen Folgendes. Hier hinter mir wird die Kapuzinerkresse hängen und wir werden ein Rankengitter selber bauen. Wie eben schon erwähnt, habe ich 2 Varianten. Die eine Variante wäre diese hier. Das alles so schön mit so Schnüren zu verbinden. Ich mag richtig diese Leichtigkeit, aber mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Und die zweite Variante wäre eben, ja, die hier ganz normal mit so Bambusstöcken das selber zu verbinden. Ich habe 2 richtig, richtig große Bambusstöcke gefunden, auch auf eBay Kleinanzeigen. Die kommen dann quasi hier in diese Nische rein und werden ja fast so hoch gehen wie hier der überdachte Teil unseres Balkons. Und dann hoffe ich, dass die Kapuzinerkresse da hochwächst und ja, quasi wie so eine zugewucherte, gewachsene Schutzwand, Schutzsichtwand uns macht. Ich habe den Satz, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, wie man den dann korrekt endet. Leute, ich bin heute extra noch einen Tick früher aufgestanden. Nicht nur, dass keine Sonne auf dem Balkon ist, ich bin sogar so früh aufgestanden, dass die Bauarbeiter noch nicht da sind, dass ich wenigstens hier, ne, dieses Hello, welcome to new video Vorstellung für euch machen kann. So, ich fuchtel immer so rum mit den Händen, ne? Das sieht, ja, that's me. Okay, let's go, bitte Video. Fang mal an! So, hier sind meine 2 Bambusstäbe. In meinem Fall werde ich die jetzt erstmal mit Kreppband befestigen, weil ich mir noch nicht 100% sicher bin, auf welcher Seite ich das Ranggitter später haben möchte. Und ja, so habe ich einfach die Möglichkeit, das nochmal zu entfernen und zu schauen, wie es vielleicht woanders aussehen würde. Später, wenn der Platz final ist, würde ich das dann mit Kabelbinder festmachen. Und ja, da man den unteren Teil eh hinterm Sichtschutz versteckt, sieht man das auch nicht zu sehr. Für das Ranggitter benutze ich dieses Jute-Seil und dann fange ich einfach an. Ich habe keine Anleitung, ich mache es einfach nach Gefühl und fange unten rechts an mit einem festen Knoten und fange dann an, das ja, Stück für Stück quasi nach oben zu wursteln und mache nach jeder Etage einen Knoten. Ich gebe euch hier schon mal den Tipp. Ihr werdet es vielleicht sogar später kann ich es euch auch noch mal ein bisschen besser zeigen. Aber ja, macht Doppelknoten. Also sorgt dafür, dass es auf jeder Etage, dass das Seil richtig gespannt ist und dann macht ihr einen Doppelknoten. Das habe ich nicht in jeder Etage gemacht und man sieht hier auch schon mal ganz gut, wie nicht jede Etage ein, ja, ein straffes Seil hat. Wie sagt man das? Ihr wisst, was ich meine. Also die hängen leider so ein bisschen durch. Ich habe es dann versucht, immer so ein bisschen nachzuziehen. Man kann ja die Etagen auch dann so ein bisschen adjusten. Für ganz oben habe ich dann hier so einen schmaleren Bambusstab und den werde ich dann quasi einfach quer da dran knoten. Also da habe ich schon gut Seil drum gebunden und 3, 4, 5, 6, 7 feste Knoten gemacht. Das mache ich einmal auf der rechten und natürlich auch auf der linken Seite. Wenn der Bambusstab fest sitzt, dann fangen wir einmal an, das Seil oben in der Mitte von diesem kleineren Stab festzubinden, dass wir quasi eine Mitte haben, von der aus wir ja, wieder die Diagonalen runter
gehen können. Und hier empfehle ich auch ganz dringend, macht einen festen Knoten. Der Knoten war viel zu locker. Also wirklich, lasst euch das von mir als Rat geben. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment wirkt, ah, das hält alles, macht wirklich auf jeder Etage Doppelknoten, weil ich komme jetzt hier ins Struggeln und fange quasi an, die Knoten an den Bambusstäben immer zu verschieben und dadurch quasi zu gewährleisten, dass die Seile eben eine Spannung haben. Da kommt man dann eben nicht mehr raus. So, wenn man die Spannung einmal verloren hat, ist es schwer, die auch wieder reinzukriegen, weil man quasi alles, ja, sich wieder neu hinziehen muss. Und das ist echt, ja, macht einfach Doppelknoten. It's easy as that. Und ich glaube, ihr habt das Prinzip auch verstanden, ne? Also es ist, glaube ich, schwieriger, es in Worten zu erklären als ja, mit Bildern. Aber rechts zwischen zwei Knoten kommt auf der linken Seite ein Knoten. Also immer abwechselnd. Rechts ein Knoten, dann links ein Knoten, dann wieder rechts ein Knoten, dann links ein Knoten. Und das dann immer, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt hier so 10 cm Abstand, glaube ich, genommen, aber alles nach Augenmaß. Je nachdem, wie groß eure Bambusstöcke sind, je nachdem, wie grob oder wie fein ihr das haben wollt. Das ist jetzt mein Endresultat. Es sieht rustikal aus, es sieht auf gar keinen Fall symmetrisch aus, aber ich lieb's, Leute, ich lieb's. Als nächstes pflanzen wir noch unsere Kapuzinerkresse ein, da das auch eine Kräuterart ist, braucht sie ebenfalls einen nährstoffarmen und sehr durchlässigen Boden. Also Kräuter- und Aussaaterde geht in die dritte Runde. Und dazu mische ich dann noch etwas Sand. Handschuhe nicht vergessen, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie der Hase läuft. Und ja, dann wieder alles schön vermengen, Klumpen entfernen. Da muss ich mich ja, glaube ich, nicht wiederholen. Da seid ihr ja jetzt schon alle Profis drin nach meinen 2 Balkony-Videos. So, hier, ich muss natürlich, hier muss ich auch nichts dazu sagen, ihr wisst Bescheid. Kapuzinerkresse wieder aus den Töpfen machen und ein bisschen, ja, die Erde entfernen. In meinem Fall ging das nicht so leicht, weil die Erde noch echt, echt feucht war. Da der Topf ziemlich groß war, mir fällt tatsächlich jetzt erst ein, dass ich vielleicht unten auch noch so ein paar Steine oder so hätte hinlegen können oder ein bisschen Tongranulat. Ja, ich habe alles aufgefüllt mit der Erde. It is how it is. Und dann habe ich die Kapuzinerkresse eingesetzt und nochmal den Rest mit der Erde aufgefüllt. Mit dem Substrat, I'm sorry. Ich versuche auch immer, die Erde nicht zu sehr anzudrücken. Trotzdem habe ich immer dieses Bedürfnis am Ende, weil ich einfach nicht will, dass zu viele große Luftlöcher da drin sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich gehe immer so mit meinen Fingern rein, dass quasi so das Substrat ein bisschen nach unten fallen kann. Und dann gebe ich nochmal eine lockere Substratschicht oben drauf. And we're done! So, können wir schön übers Geländer hängen. Und ja, hier habe ich versucht, die Kapuzinerkresse wenigstens ein bisschen zu unterstützen, in welche Richtung sie wächst. Und hier habe ich Ewigkeiten gebraucht, um die auseinander zu friemeln, weil die total verheddert waren. Ich kann euch ein Update sagen, das hat natürlich nicht gehalten. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen andeuten und schauen, wie es aussieht. Der Wind hat die Kapuzinerkresse natürlich die Tage da wieder runtergeweht. Und ich kann euch auch noch kein Update geben, weil bis jetzt ist nicht viel gewachsen. Hoffentlich haben wir bald eine schöne Kapuzinerkressenwand. We don't know, we will see. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye!